Hallo, ich bin der Feleant und ich erzähle euch heute die Geschichte vom Baerbock Burger. Die Geschichte beginnt in einem Restaurant in Hannover. Dieses war immer sehr gut besucht, aber die Kunden verlangten etwas Neues. Natürlich waren auch Mitglieder der Grünen unter den Gästen. Die wollten veganes Essen. Deshalb ließ der Geschäftsführer des Restaurants sich ein neues Gericht einfallen. Den Baerbock Burger. Extra für die Grünen. Der Baerbock Burger hatte die Augen, Haare, die Nase und den Mund von Annalena Baerbock. Als der Burger serviert wurde, sprang er vom Teller und hüpfte davon. Nach dieser Blamasche vor den Gästen beschloss der Geschäftsführer, den Christian Lindner Burger zu kreieren. Trotzdem war der Restaurantbesitzer glücklich, weil er eine neue Lebensform erschaffen hatte. Der Baerbock Burger sah, wie der Lindner Burger serviert wurde. Sofort hüpfte er ins Restaurant. Einige Leute waren verwundert, einige verängstigt und andere liefen panisch davon. Der Baerbock Burger sprang den Kellner mit dem Christian Lindner Burger an. Der Kellner ließ das Tablett fallen und der Baerbock Burger rettete den verdutzten Christian Lindner Burger. Schnell hüpften sie davon. Der Restaurantbesitzer beschloss, niemals wieder denkfähiges Essen zu machen, weil es seine ganzen Gäste verscheuchte. Die beiden Burger fanden Unterschlupf in einem verlassenen Bürogebäude. Der Baerbock Burger fing an, dort eine Zeitungsredaktion zu gründen. Ende. Der erste Mitarbeiter war die Putin-Katze, aber das hört ihr ein andermal. Tschüss.